Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr ein Buch sucht, was euch mal wieder so richtig packt und mitreißt, vielleicht sogar aus eurer Leseflotte holen kann, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Denn ich möchte euch heute ein paar Bücher zeigen, die ich wirklich überhaupt nicht mehr aus der Hand legen konnte, die ich super, super spannend und fesselnd fand. Und weil niemand lange in einer Leseflotte sein sollte, würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt und legen los mit dem ersten Buch. Und das ist eins, was ihr wahrscheinlich schon 100-mal gesehen habt, aber dessen Hype irgendwie in letzter Zeit wieder ein bisschen abgeklungen ist. Ich weiß nicht genau warum. Ich finde, wir sollten ihn wieder aufleben lassen, denn ich spreche von The Hate U Give von Angie Thomas. Das Buch hat den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, ist überall durch die Medien gegangen und ich glaube, ziemlich viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Aber ich möchte es euch an dieser Stelle noch einmal empfehlen, denn ich habe das Buch so, so sehr geliebt und tatsächlich auch an einem Tag durchgelesen. Und ich weiß nicht genau, woran es lag. Es ist halt einfach unfassbar gut geschrieben und super, super fesselnd. Und so habe ich es tatsächlich geschafft, dieses Buch an einem Tag durchzulesen, obwohl es ganze 500 Seiten hat. Sowas ist mir wirklich noch nie passiert und deswegen finde ich, dass es hier auf jeden Fall sehr, sehr richtig ist in diesem Video. Und gleichzeitig spricht das Buch auch noch super wichtige Themen an, wie vor allem im Vordergrund eben Rassismus. Es geht hier um Star, deren bester Freund vor ihren Augen erschossen wird und es ist ziemlich eindeutig, dass es an seiner Hautfarbe lag, denn er ist dunkelhäutig. Dieses Ereignis erschüttert Stars Welt ziemlich und bringt dann einige Dinge ins Laufen, die sich dann hier eben in dieser Geschichte weiterentwickeln und um die es dann geht. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist einfach ein großartig geschriebenes Buch und eine sehr, sehr tolle Geschichte, aus der ich persönlich sehr viel mitnehmen konnte. Und deswegen kann ich euch das Buch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Und es ist ganz perfekt, um es in einem Rutsch durchzulesen. Dann habe ich ein Buch, was ich euch, glaube ich, auf meinem Kanal noch gar nicht so oft gezeigt habe. Und zwar 54 Minuten von Marieke Niekamp. Das Buch ist etwas ganz Besonderes, denn es wird tatsächlich nur innerhalb dieser 54 Minuten erzählt. Also die ganze Handlung spielt sich in dieser einen Stunde ab. Was ich, glaube ich, in der Art wirklich noch nie irgendwie gelesen habe. Und was das Ganze halt super, super kurzweilig und spannend macht, weil eben total viel passiert und die Handlung ganz schnell abläuft. Es geht hier um einen Amoklauf an der Highschool und wir bekommen den aus der Perspektive von vier Jugendlichen erzählt. Und sie sind alle total unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob sie auch alle was miteinander zu tun hatten. Auf jeden Fall lernt man sie auf diesen wenigen Seiten in dieser kurzen Zeit sehr intensiv und tiefgehend kennen. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie das Ganze einfach umgesetzt ist und wie die Autorin es geschafft hat, so eine kurze Zeitspanne so lebendig und tiefgründig zu machen. Auch wenn es natürlich ein schreckliches Thema ist, hat mir das hier sehr, sehr gut gefallen und ich habe es wirklich sehr gern gelesen. Dann habe ich noch ein Buch, was ich euch vor kurzem erst in meinem Herbstbücher-Video gezeigt habe, was aber auch ganz perfekt in dieses Video hier hineinpasst. Und zwar ist es The Ending von Ian Reid. Das Ganze ist ein Psychothriller, der sehr, sehr verworren und ganz verrückt ist, aber eben auch super, super spannend. Zudem ist das Buch auch wirklich dünn. Ich habe das, glaube ich, auch an einem Tag durchgelesen. Es hat mich super gepackt und gefesselt. Ich konnte es echt überhaupt nicht mehr aus der Hand legen. Und ich glaube, auch danach saß ich bestimmt noch eine halbe Stunde einfach nur ungläubig da und habe in die Gegend gestarrt, weil es mich so tief getroffen hat, was hier passiert. Es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Buch. Die Handlung klingt auf den ersten Blick nicht besonders spannend. Es geht hier um eine Frau, die mit ihrem Freund auf dem Weg zu seinen Eltern ist, um die zum ersten Mal kennenzulernen. Sie überlegt allerdings die ganze Zeit, mit ihm Schluss zu machen und weiß irgendwie nicht so richtig, wie sie das ansprechen soll und hadert da die ganze Zeit mit sich. Und das Ganze entwickelt sich dann in eine Richtung, die total unvorhersehbar ist und ganz anders, als man es irgendwie erwartet. Ich weiß auch nicht, ich fand es einfach super, super spannend. Man braucht schon starke Nerven für dieses Buch, also es ist nicht ganz ohne. Aber falls ihr sowas abkönnt und Lust habt, einen Psychothriller zu lesen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann habe ich noch ein weiteres Buch, in dem es um einen Amoklauf geht. Irgendwie hatte ich mal eine komische Phase, wo ich diese Bücher richtig gerne gelesen habe. Also ich habe bestimmt noch drei andere Bücher, in denen es um Amokläufe geht. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie sind die immer sehr, sehr spannend und geben so einen richtig tiefen Einblick in die Psyche der Menschen, was ich irgendwie gerne mag. Auf jeden Fall habe ich hier Was wir dachten, was wir taten von Lea Lina Oppermann. Und auch das Buch habe ich innerhalb von wenigen Stunden durchgelesen. Es ist auch super dünn, es hat weniger als 200 Seiten und ist einfach sehr, sehr spannend erzählt. Also auch das spielt in einem kurzen Zeitraum und es ist anders aufgebaut als 54 Minuten. Aber auch hier bekommt man eben wieder von einem Amoklauf erzählt aus verschiedenen Perspektiven der Schüler. In diesem Fall hier kommt der Amokläufer in einen Klassenraum rein und fängt dann komische Spiele mit den Schülern an, die sie gezwungen sind mitzumachen. Und es ist super
abgründig, aber es war einfach super fesselnd. Man wollte unbedingt wissen, wer der Amokläufer ist, weil der eben auch so einen persönlichen Bezug zu jedem Protagonisten hier hergestellt hat und aber die ganze Zeit eine Sturmmaske auf hatte. Deswegen weiß man eben von Beginn an nicht, um wen es sich hier handelt. Es ist jetzt nichts, was einen irgendwie nachhaltig beeindruckt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Leseerlebnis und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich noch ein weiteres Buch, was ebenfalls sehr kurz ist und sich so ganz schnell weglesen lässt, und zwar Als die Stadt in Flammen stand von Kimberly Jones und Jilly Siegel. Auch dieses Buch hier behandelt wieder das Thema Rassismus, denn es geht hier um einen Aufstand, der irgendwie die ganze Stadt durcheinander bringt und ins Chaos wirft. Und wir begleiten hier die zwei Protagonistinnen, wie sie irgendwie versuchen, nach Hause zu kommen und diesem ganzen Chaos und der Gewalt, die dort auf den Straßen herrscht, zu entkommen. Und es ist einfach super, super spannend gemacht. Auch dieses Buch hier spielt wieder innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, ich glaube ungefähr einem Tag. Und man will einfach wissen, wie es weitergeht, was passiert. Es ist sehr kurzweilig geschrieben, man fliegt nur so durch die Seiten und mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Auch das ist wieder nicht unbedingt was, was jetzt länger im Gedächtnis bleibt, aber es lässt sich einfach so locker leicht weglesen. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß mit dem Buch, habe es so an einem Stück weggelesen und mochte das sehr, sehr gerne. Dann darf aber natürlich auch ein Buch für meine Fantasy-Freunde nicht fehlen. Und zwar habe ich da die Illuminae-Akten von Jack Christoph und Amy Kaufman. Wer diese Bücher auf meinem Kanal noch nicht gesehen hat, sollte definitiv mehr Videos von mir anschauen, denn die zeige ich wirklich, wirklich oft in die Kamera. Es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsreihen und ich vergöttere sie total. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Bücher jeden aus einer Leseflotte holen. Vor allem Fantasy-Bücher sind ja immer super dick und irgendwie manchmal auch so ein bisschen anstrengend, bis man da reingekommen ist. Deswegen sind sie nicht so gut geeignet für Leseflotten. Dieses Buch hier unterscheidet sich allerdings von anderen, denn es besteht nur aus irgendwelchen Skripten, E-Mails, Chatverläufen, Überwachungskameraaufnahmen. Es ist einfach ein großes Mischmasch aus Akten, die eben so zusammengefügt sind, dass eine großartige und unfassbar spannende Geschichte daraus zusammenfließt. Und ich finde, bevor man das gelesen hat, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Aber man baut so schnell eine unfassbar starke Bindung zu den Protagonisten auf. Die sind richtig, richtig toll. Und es ist einfach so spannend gemacht und ich liebe es total. Also ich bin ein riesiger Fan der Reihe und kann euch die auf jeden Fall nur empfehlen. Und dadurch, dass es eben nicht so ein enger Fließtext ist, sozusagen, liest sich das super, super schnell weg. Dazu ist es noch unfassbar spannend. Man will die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Ein Plot-Twist jagt den anderen. Und deswegen sind die einfach ganz, ganz großartig geeignet für jede Leseflaute. Wobei es euch danach vielleicht auch nicht besser geht, denn es wird schwer, ein Buch zu finden, das da rankommt. Aber trotzdem. Lest alle diese Reihe, besonders wenn ihr in einer Leseflaute steckt. Ja, und dann schließen wir dieses Video ab mit einem wundervollen Liebesroman, und zwar The Places I've Cried in Public von Holly Byrne. Ich weiß nicht, was diese Autorin macht, aber sie hat einen Schreibstil, der einfach unfassbar fesselnd ist. Man will die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht und was mit den Protagonisten passiert, und irgendwie kann man ihre Bücher einfach nicht aus der Hand legen. Und ich dachte bei diesem Buch, dass es vielleicht nur ein Glücksgriff ist und es einfach besonders gut ist, aber ich lese jetzt gerade dieses Buch hier von ihr und es ist einfach genau das Gleiche. Deswegen ist das auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ich habe dieses Buch hier innerhalb weniger Tage durchgelesen und ich glaube, das Gleiche wird mir auch mit diesem hier passieren. Leider gibt es von ihren meisten Büchern noch keine Übersetzungen und ich weiß auch nicht, ob die so gut sind. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dadurch, dass der Schreibstil ja nicht 1:1 übersetzt werden kann, der Effekt dann vielleicht ein bisschen weg ist. Ich weiß auch nicht, aber diese Sogwirkung, die ihre Sprache hat, es ist unglaublich. Also es fesselt mich so sehr an die Seiten. Mal ganz davon abgesehen, wie toll der Schreibstil ist, ist auch der Inhalt dieses Buches hier super toll. Es geht um Amelie, die sich total in einen Jungen verliebt und dann eine Beziehung mit ihm anfängt, und irgendwie nimmt die mit der Zeit dann so toxische Züge an und sie merkt, dass das Ganze vielleicht doch nicht die wahre Liebe ist. Und ich finde, das war eine Liebesgeschichte, die man sonst so nicht liest, weil sie eben nicht perfekt und wunderschön ist, sondern sehr, sehr realistisch irgendwie. Und auf jeden Fall Augen öffnen. Ja, das sind die Bücher, die ihr auf jeden Fall lesen solltet, falls ihr mal wieder einen richtig schönen Lesetag einlegen wollt und dafür noch das perfekte Buch gesucht habt. Oder wenn ihr gerade in einer schlimmen Leseflaute steckt, dann sollte hier auf jeden Fall was für jeden dabei sein. Ja, und das war es dann jetzt auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Ciao!